Hallo, komm rein, mach's dir bequem in unserer Runde. Ich bin die Mama von Maple und ich bin sparspielsüchtig. Wir sind in der letzten Aprilwoche angekommen, die KW 17. Und wir dürfen heute spielen und etwas auspacken. Also, wir müssen aus der Folie rausnehmen. Bisschen laut jetzt gerade. Ich mach's aber schnell. So, und zwar habe ich mir dieses Schätzchen gekauft. Ich finde sie so cute. Also ich fand ihn schon toll. Der ist von Amazon. Ich kann ihn euch gerne unten verlinken. Den gibt es auch in etwas noch mehr Türkis. Aber dieses dunkle Lila fand ich im Kontrast dazu so schön. Und der hat gekostet 9,95 €. Mit diesen Inlays dazu. Schauen wir mal, was da mitgeliefert wird. Also hier diese Herzchen finde ich schon mal super. Ist normal ja fürs Journaling. Kannst du die Tage dir draufkleben. Die Wochentage und Blanko. Das ist natürlich ganz gut für meine Planer, wo ich auswürfeln möchte, was ich, welches ich bespiele. Und da habe ich dann schöne vorgefertigte Zahlen. Die werde ich auf jeden Fall nutzen. Dann haben wir Sticker dabei. Hinausgehen. Da kann man sehen, dass das aus China kommt, bestimmt. Rechnung, klar, Versicherung. Auswärtsessen soll das bestimmt sein. Oder Ersparnisse, Lebensmittel, die Gesundheit, Entertainment. Wir gucken mal, was wir noch haben. Also ich spare ja nicht jetzt so, dass ich die Töpfe so beschriftet habe. Gucken, ob ich das brauchen kann. Ansonsten kommt es irgendwann mal in eine Verlosung mit rein. Einkommen, Geburtstag, Personen. Transport, elektrisch, das Einkaufen. Ich meine, man kann sich das ja auch hier abtrennen. Dann hat man nur Einkaufen. Dienstprogramme, Kaution, Pflege, Gehäuse, Wasser, Wartung, Gürtel. Bestimmt Sicherheitsgürtel haben die übersetzt irgendwie mit Closing. Da ist wieder auf Englisch, ne? Closing, Essen, sonstiges, Miete, Schönheit, Auto, Haustiere, Gas. Okay. Manche kann man brauchen, manche nicht, ne? Aber dann haben wir hier noch so Sticker, die hatte ich auch schon mal in einem anderen Bein damit drin. Und, oh Wunder, es ist wirklich ein A6. Ich stehe ja eigentlich auf A5, weil ich dann die großen Mäppchen habe und so. Aber den gab es jetzt nicht in A5 und deswegen habe ich den in A6 geholt. Die Spiele sind ja eh für A6 vorbereitet. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das Register vielleicht mal nutze. Die kommen... Ja, die sind wie üblich hier so ein bisschen verknickt, ne? Aber ansonsten fühlen die sich recht gut an. Sind etwas milchig, im Prinzip wie die letzten, die ich mir gekauft hatte. Waren ja auch leider so milchig gewesen. Und dann haben wir hier noch Budgetblatt in verschiedenen, ja, immer mal eine andere Farbe, damit man den Monat besser auseinanderhalten kann. Brauche ich jetzt auch nicht. Kann man vielleicht als Tracker nehmen, muss man gucken. Oder es zieht weiter. So, aber da freue ich mich, wenn ich den die Tage mal einrichten kann. Schon den kommt weg. Er ist innen drin sehr uni. Gucken, aber dadurch kann ich ja ein bisschen mehr gestalten. Geil wäre es gewesen, wenn das Lila hier innen drin gewesen wäre. Ne? Das goldene Bähnchen hätte mir vielleicht in weiß oder dunkel besser gefallen. Ne? Also das ist jetzt so ein bisschen kitschig. Aber durch das Bändchen kann ich natürlich, das hat mir auch gefallen, dass ich den richtig vollpacken kann. Ne? Ja, den wollte ich euch nur kurz zeigen. Aber jetzt spielen wir. So, wir beginnen mit... Da unten ist er. Mit unserem normalen Saisonbinder. Und dabei mit der Jahreschallenge, unserem Mafia-Geld.
Hier brauchen wir ja gar nichts mehr machen. Hätte ich gar nicht rausholen brauchen. Und hier dürfen wir noch einmal rubbeln. Das passt genau, da wir ja in der letzten Woche April sind. 1 Euro haben wir hier nur drauf. Okay. Dann haben wir natürlich diese Woche nicht viel Geld in unseren Spieletopf gekriegt. Also ich habe beim Schneiden des Videos gesehen, dass das Rosa für euch kaum zu sehen ist. Und also mit Rosa werde ich dann nicht mehr schreiben. 1 Euro. Das sind glatte 40. Okay, dann werden wir hier jetzt mal heute was wechseln. Gucken, was wir als größtes. Ja, 20er haben wir nicht mehr, aber dann gucken wir, das war noch ein paar 10er hier. Ein 5er, 2 5er, 3 und 4. Sind 20. Und dann haben wir hier 2 Einer Spielgeld. Dann tauschen wir uns die auch. 1 Euro. Ne, das sind auch 50 Cent. Okay, dann tauschen wir uns wenigstens 1 Euro in echtes Geld wiederum. So, ja, dann haben wir hier 30. Das sind die 31, 32, 34. Und das waren noch die 5. Moment. So, die müssen drinnen bleiben. Die gehören da gar nicht rein. Das sind die 39 vom letzten Mal. Und dann kommt jetzt, wir haben noch gar kein Geld rausgeholt. Und wir haben vom letzten Mal noch 1 Euro übrig, was sich erstmal gut anhört, was aber beim Schneiden mir ja aufgefallen ist, dass ich in das eine Spiel 6 Euro nicht reingetan habe. Das heißt, wir wechseln jetzt erstmal, das ist im Spiel drin. So. Und wir wechseln die 50, gucken wir mal, ob wir die jetzt auch irgendwie, wechseln wir die in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind 40, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 50. Dann können die 50 direkt hier wieder rein in den Tresor und ab damit. Dann wissen wir auch jetzt, wir haben nur noch 50er im Tresor. Also brauchen wir nicht unbedingt zum Wechseln daran. So, dann sind das jetzt 51 Euro, die wir haben. Und wir müssen 6 Euro uns an Seite legen, die nachher noch in ein anderes Spiel kommen. Und hier kommt jetzt 1 Euro noch rein in die Jahreschallenge. Ich tausche heute noch nicht aus. Das mache ich mal in Ruhe und oder halt in der ersten Maiwoche. Wir schauen mal, wie das hinkommt. So, dann haben wir jetzt hier 5er,
und die eine. So, das große Osterfest, das wollen wir diese Woche abschließen, egal ob wir fertig werden oder nicht. Die 3 und die 5. Ist nix, haben wir schon. Die 8 und die 1 haben wir hier, wären 6 Euro. Und 2 haben wir schon. Die 5 und die 1 haben wir auch schon. Die 7 und die 3 sind hier 7 Euro. Was braucht man denn überhaupt noch? In der 11 haben wir noch die 1, 2, in der 11 haben wir noch viel übrig. In der 12 wisst ihr was. Den lasse ich jetzt weg. Ich versuche hier die 4 voll zu kriegen, weil da haben wir nochmal ein Ereignisfeld. Die 4 haben wir. Die 5 ist die erste Hälfte Ei. Die 6 ist die zweite Hälfte Ei. So. Das ist das gestreift, gepunktete. Ach, das ist das gleiche. Das hatten wir zweimal dabei. Die Kinder lieben kunterbunte Eier. Male also ein paar Punkte und Streifen. Du sparst 8 Euro. So. Zweimal das gleiche Ei. Gut, dann gucken wir jetzt, dass wir brauchen eine 1. Oder wir brauchen nochmal eine 1. Und nochmal Einsen. Okay. Und eine 4. Mit einer 4 können wir auch noch mal anfangen. Eine 2. Eine 6. Eine 5. Eine 3. Eine 2. 2. 4. So, 4 war hier. Das ist dieses Blümchenei. Heriberts Großmutter hat immer gesagt, dass auf die Eier unbedingt Blumen gehören. Male also ganz viele schöne Blumen und spare 10 Euro. Jetzt gucken wir mal. 2 Einsen will ich noch kriegen. Wisst ihr was? Eine 1. Ist auch das gleiche Ei. Haben wir ja gerade vorgelesen. Das waren die 10 Euro mit den Blumen. So. Eine 1. Das sind hier die Cupcakes. Die Cupcakes sagen uns, Haribert braucht ganz viele Ostermuffins. Würfel die Anzahl mit einem Würfel deiner Wahl und spare die Augenzahl. Eine 1. Jetzt kriegen wir die 1, wo wir sie eigentlich nicht brauchen. Maple, was bellst du da? Oder hört sich eher an wie verschlucken. Da ist ja kein Bellen. Warum mopperst du im Flur? Hm? 2 Einser. Dann nehmen wir die und die. Und dann sind wir durch. So, war jetzt gefudelt ohne Ende, aber ist egal. Jetzt haben wir zumindest noch das Häschen gekriegt. Haribert fragt Gundalf, ob er dieses Jahr als Osterhase Geschenke an die Kinder verteilt. Gundalf freut sich darüber und schenkt dir 10 Euro. Dann haben wir nochmal 10. So, dann lasst uns rechnen. Achso, wer letzte Woche nicht geguckt hat, ich nehme jetzt immer die kleinste Quersumme. Und wenn die über 5 Euro liegt, nehme ich davon die Hälfte. So, das heißt, wir haben 6, 7, 8, 10, 10, 1, 10. 52 wären das. 52 sind zusammen 7. Und 7 ist über 5, also 3,50 Euro. Dann haben wir die KW 17, 3,50 Euro. Das
sind 33,50. Da da genau die 30 Euro drin sind, müssen wir hier 1 Euro wegtun und nehmen uns dafür mal 2,50er raus. Und dann haben wir 1, 2, 3 Euro 50, die hier reinkommen. Und dann dürfen wir das aber auch platt machen. So, 33,50 sind zusammengekommen. Ist immer noch was, für das wir so viel gefudelt haben und die Hälfte genommen haben und bla bla bla. Ja. Achso, wir haben hier noch bei der Frühlings-Challenge dürfen wir noch einmal rubbeln. Da haben wir die 7. Könnte man jetzt eigentlich 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, hätten wir uns denken können. So. Geht schon mit Aufsammeln, nur nicht von der Folie, ne? So. Und dann, na, die Lose sind mir zu schade. Wir würfeln aus und wir haben eine 4. 4. Und dann haben wir 7 und 4 sind 11. 1 und 1 sind 2, die gespart werden müssen. Dann haben wir die KW 17. 2 Euro, habe ich gesagt, sind 15,50 Euro. Und ich meine, hier waren jetzt, wo die 6 Euro fehlten. Schauen wir mal gerade gleich. Wenn das die letzte Zahl eine 6 war, dann ist das, das die Challenge gewesen. Ja. Gut, also tun wir jetzt hier die 6 Euro rein. Und dann gucken wir gleich am Ende, zählen wir nochmal, um wirklich sicher zu sein, dass das passt. Wir würfeln mit 2 Würfeln. 1 und eine 2. 2 und eine 1. Oder wir nehmen eine 3. Wir nehmen die 3. Ich hole alle da. So. Eine 3. So, können die Sticker wieder weg. KW 17, 3 sind 37. Dann sind wir diese Woche nicht über billig weggekommen. Aber ich hätte jetzt gesagt, komm, lass uns noch einmal würfeln. Aber wir haben gerade die 6 Euro da reintun müssen. Und ja, das ist mir dann zu viel Geld, was heute vom normalen Geld weggeht. So, wir haben 20, 30, 31, 32, 33, 34. Jawohl. Dann stimmte das jetzt und wir tun einen 5er rein und nehmen uns 2 wieder raus. Und dann stimmt das auffallend. Aber ich glaube, die machen wir noch ein bisschen im Mai weiter. Finde ich eigentlich süß mit den Stickern kleben. Das sieht schön aus. Jedenfalls mir gefällt's. So, dann kommen wir wieder zu den Ausmalgänseblümchen. Da besorge ich mir mal eben einen anderen Stift wieder. So, und dann habe ich ein helles Gelb
und ein Pale Pink. Schauen wir mal, was wir würfeln. Eine 6. Eine 6 haben wir gar nicht mehr. Eine 5 haben wir die noch. Nee, auch nicht. Eine 1. Haben wir hier noch ein 1er. Ja, das gefällt mir mit der Farbe. Ja, aber da haben wir letzte Woche, dadurch, dass wir die 6 nicht reingetan haben, haben wir gedacht, wow, wir können in dem anderen noch so viel machen. Und das, was wir dann mehr gemacht haben, dürfen wir heute nicht machen. Ist natürlich schade. Aber was will man machen, was man nicht im Kopf hat, ne? Das hat man weniger im Spiel. Das ist sehr blasses Gelb. Aber das wird vielleicht gleich noch, wenn es wegtrocknet, schöner. So. Dann ist es eine einzige, ein einziger Euro. Gucken, ob wir hier, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Dann wechseln wir uns das doch in den echten Fünfer hier. Jawohl. Hehe. Echtes Geld drin. KW 17. Einen großen Euro sind gleich 20. So, und dann haben wir hier nur noch die Frühlingsmaus. Nein, ich habe dahinter was gepackt. Ja, gucken wir gleich mal. So, eine 4. Wir haben noch eine 3, eine 2, eine 5. Eine 3. Dann haben wir noch eine 205. Ist ein Feld zu wenig. Sind 22. Gucken, was wir hier drin haben. Können wir auch ein paar Fünfer wechseln. So, also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sind 10, 20, 22, stimmt auffallend. Und die zwei 5er-Päckchen wechseln wir in 2 5er-Scheine. So. Stört mich, dass die jetzt verkehrt ablegen. So. Manchmal stört es mich, meistens ist mir egal. So, dann schreiben wir es beim dritten Mal einfach nur unten drunter. Oder ich schreibe nächste Woche ganz klein. Wir haben die hier verkehrt rum reingelegt, ne? Ja, und zwar habe ich von Andrea Gomoll den den Jahreskalender ja im Nachhinein noch gekauft. Und da ist dieses Frühlingsbotenspiel drin. Und dann suchen wir jetzt als erstes den Frühling. Ich hole euch mal ein bisschen ran, könnt ihr mitgucken. Und ich habe ihn. Das möchte ich aber wegmachen können. Den hätte ich eigentlich... Das laminiere ich mir, glaube ich, erst ein. Das kann man nächstes Jahr noch mal machen. Also, ich zeige euch jetzt mal, hier habe ich den Frühling. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pro Buchstabe. Dann ist das hier immer direkt leer. Pro Buchstabe machen wir hier 20 Cent. Nee, ist auch blöd mit 1,80.
Nein, wir machen das in Euro und dann nehmen wir die Quersummen bzw. die Hälfte. Also das wären jetzt bei einem Euro wären 90 Cent, wären 4 Euro, 9 Euro wären 4,50 Euro. Oder wäre es praktisch direkt zu sagen 50 Cent? Nee, bei einer 1 könnte man ja ruhig die 1 sparen, ne? Wir machen 50 Cent. Ist egal. Wir haben ja noch ein 50 Cent Stück hier. So, also 4,50 Euro. 1, 2, 3, 4, 50. Und ich trage es jetzt noch nicht ein und streiche es nicht an, weil ich es nachher erstmal einlaminiere und deswegen lasse ich es mir direkt hier draußen. So. Damit wären wir mit dem Binder erstmal fertig. Das heißt, wir müssen mal eben eintragen. So, dann tragen wir mal eben ein, was wir sparen konnten. 1 Euro war die Mini-Jahres-Challenge war durch. Spar dich durchs Jahr war nur 1 Euro. Bei dem großen Ost, ich wollte Oktoberfest gerade sagen. Osterfest waren 3,50 Euro. Beim Frühlingssparen hatten wir 2 Euro. Happy Easter waren 3 Euro. Gänseblümchen waren nur 1 Euro. Und die Frühlingsmaus waren wieder 3 Euro. Und das Spiel von der Andrea Gumull heißt Frühlingsboten. Das tragen wir hier mal noch ein. Und da hatten wir 9, also 4,5. So, dann lasst mal eben rechnen. 1, 3,5, 2, 3, 1, 3, 4,5. Sind 18. So, dann haben wir aber 6 dazu ausgegeben. Das macht er nicht. 18 plus 6, 24. Wir hatten 50 Euro, also müssen wir jetzt noch 26 Euro übrig haben. Dann schauen wir mal gerade. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Ach ja, ich hatte ja noch einen Euro von letzter Woche. Wir hatten ja mit 51 Euro gestartet. Ja, wunderbar. Dann machen wir den jetzt hier zu. Und wo wollen wir reingehen? Ja, doch, müssen wir ja. Ist ja klar, wo wir reingehen. Wir gehen 5 Euro in die Katzenlady. Ja, falsch gegriffen. Wo sind die Sticker? Da. Nehmen wir noch mal eine schwarze Katze. Nee, dann wird es beim nächsten Mal so langweilig, ne? Wir nehmen die. Wir haben noch keine rot gepunktete Katze. Wir nehmen die rot gepunktete Katze. Die ist hier auf dem Couchkissen. So. Und dafür sparen wir 5 Euro. KW 17, 5 Euro sind 40. Wir haben im Tresor nur Fünfer, das heißt nur 50er. Das heißt, es lohnt sich nicht, da irgendwas zu wechseln. Da müssen wir noch 2 Wochen warten, bis es sich lohnt. So. My Tiny Farm. So, wir würfeln eine 3,
1, 2, 3. Wir sind auf dem Huhn, was uns nichts bringt, aber wir haben noch keine Bestellung aufgegeben. So. Wir packen hier erstmal aus. So, wir nehmen den Eier. Wir haben ja nicht genug Eier in der Bestellung, ne? So, ich würfel mit einem Vierer. Bitte jetzt nicht zu viele Eier. 2. Okay, dann ändern wir jetzt die 3 in eine 5. Mal letzte Woche erst Eier verkauft. So, die kommen wieder weg. Und der wird gewendet. So. Und dann würfeln wir mal weiter. Da ist er. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Da kommen wir auf Weizen. 1, 2, 3. Ja. Wir haben die letzte Woche nicht ausgestrichen. Und das heißt, wir dürfen... Ich mache mal hier einmal das weg. So, wir dürfen uns wieder Weizen anstreichen. Wir haben ja hier wieder Platz. Weizen kostet uns 50 Cent. Und wir können hier neu ansparen. So. Nee, da würfel ich mit dem eine 2. Bin ich auf dem Kuhstall. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blumenbeet. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasser. So, und wir haben gesagt, was brauchen wir an Wasser? Wir haben Blumen noch in der Bestellung. Aber wir haben genug Blumen. Genau, Wasser bei den... Wir haben nur ein Eierkörbchen und wir haben ja inzwischen 5, ne? 5. Das heißt, wir müssen die Hühner mit Wasser versorgen. So, Wasser kostet 1 Euro. 3. 1, 2, 3 Weizen, nochmal für 50. Getreide. Eine 3. 1, 2, 3 ist der Gemüsekorb. 3, 1, 2, 3 ist wieder Getreide. Dann haben wir das voll. Und wir hören dann damit auch auf für heute, weil das Geld, was wir haben, stecke ich lieber, indem ich noch was verkaufe. Wir haben wieder 50. Hätte ich lieber das letzte auch nicht gemacht. Ist egal. Ja, dann haben wir 1 Euro, 2 Euro, 2,50 Euro. Dann können wir verkaufen. Sollen wir mal Blumenstrauß verkaufen? Oder wieder die Eier? Wir verkaufen die Eier, dann haben wir das leer und können nächste Woche... Kriegen wir bestimmt einmal Wasser, dass wir die neu machen können. Also die weg. Und dann machen wir aus den 5 Eiern 4, weil eins haben wir verkauft. Und ein Eierkörbchen kostet 5 Euro. Das heißt 5 Euro plus die 2,50 Euro sind 7,50 Euro.
50. 50er haben wir nicht mehr, das heißt, wir müssen den Euro nochmal in 2,50er wechseln. So. Ach, hätten wir gar nicht gebraucht. Hier hätten wir nur 50 Cent zum Wechseln gehabt. Dann haben wir hier KW17, 7,50 Euro. Das habe ich mich wieder vollgemalt beim Ausradieren, obwohl ich das mit dem Lappen mache. 50 sind 16, 16 und 7 sind 23. So. Dann tun wir den wieder hier rein. Aber dann nehmen wir die 2,50er trotzdem mal eben wieder raus und tauschen uns die in einen Euro. So. Und jedes Mal vergesse ich ja, erst die Bestellung zu machen. Also werden wir die Reihenfolge hier mal ändern und gucken, ob das für mich intelligent ist oder ob ich einfach so doof bin, dass ich das trotzdem nicht kapiere. So, kommt nämlich jetzt der Laden vor dem Spielfeld. So, vielleicht denken wir dann eher daran. Gucken. So, Sparlabyrinth. Ja, das Wetter ist nicht schön. Wir dürfen mal unser Sparlabyrinth spielen. Das ist ja das Schiedwetterspiel. Und wie mache ich es denn? Ich würfel, wie viele Schritte wir vorgehen können, aber das kann sehr teuer werden. Nee, wir wollen davon ganz lange was haben, weil Schlechtwetter ist bei uns ständig. Wir sparen hier diesen 1 Euro am Eingang. Ah, okay. Machen wir es so rum. Schreiben wir außen hin. KW 17. 1 Euro sind 1 Euro. Haben wir auch mal eine Challenge begonnen jetzt wieder. Aber entweder hatte ich kein Geld oder das Wetter war gut. So, Sally und Tommy, die, ihr habt gesehen, ich habe das jetzt mit dem Kleinen geholt, weil das mit dem Rausheften ständig war ja auch doof. So, wir spielen hier wieder so lange, bis wir eine Summe zusammen haben, beziehungsweise eine Runde. Und dann nehmen wir die Quersumme, beziehungsweise von der Quersumme sogar die Hälfte. Und wir spielen mit dem kleinen Würfel. Das sind 2. 1, 2 ist eine 5. Eine. Kann man auch nicht gut zeigen. Eine 1 sind 7. Eine 1, da ist mal ein eigenes Feld. So ein Buch, aus dem Bonbons kommen. Ach, da ist auf der Rückseite gar nicht. Das ist mein Tracker. Da sind die Erklärungen. So rum muss ich das gucken. Ja, das ist noch von dem Großen. So, dann dürfen wir das einmal ausstreichen. Und in diesem Zauberbuch kannst du künftig alles über Kräuter, ätherische Öle und Tränke nachschlagen. Achso, das kostet gar nichts. Oder muss ich hier oben mal lesen? Um den Hexenzirkel als Candy Witch beizutragen, brauchst du noch die Hexengrundausstattung. Kommst du auf ein Aktionsfeld, würfelst du mit 2 Würfeln. Kannst du den Betrag sparen, hast du das... Hakst du das Item ab? Hast du alle eingesammelt? Wirst du Mitglied im Hexenzirkel? Ja, okay. Dann mit 2 Würfeln sind 3. Das heißt, ich muss dafür 3 Euro sparen und darf es mir abhaken. So. Eine 1 sind 5. Ich glaube, mit einem 6er kommen wir doch hier besser rum. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, 4 haben wir. 4.
Und das sind 4 Euro. Eine 1. Das ist die Katze. Loki wird von nun an dein magischer Begleiter sein. 6 sind 12. Drei, 1, 2, 3 sind 6, 4, 1, 2, 3, 4 sind 8, eine 3, 1, 2, 3 und wir sind auf Start. Das heißt, wir sind jetzt einmal rum und wir müssen mal ausrechnen, was wir zu sparen haben. Wie gesagt, Quersumme und davon eventuell die Hälfte. 5 plus 7 plus 3 plus 5 plus 4 plus 12 plus 6 plus 8. Gleich glatte 50. Heißt, von der Quersumme ist auch die 5. Und dann sparen wir 5 Euro hier rein. KW 17. Letzte Woche haben wir die aufgeschrieben. Und ich weiß, dass wir gespielt haben. So. 5 sind dann 20. Aber dann gucken wir mal eben, wie viel Geld hier drin ist. Oder haben wir auch gar nicht reingetan. Oder habe ich das jetzt so verkehrt im Kopf? 5, 6, 7, 8, 9. 9 und 10 sind 19. Dann haben wir letzte Woche 4 Euro gehabt. Dann ist das KW 16, 4 Euro, wären dann jetzt 24 insgesamt. Also, ich hatte jetzt gerade schon wieder vergessen. So, 10, 15, 16, 17, 18, 19 und 19 sind 24, jawohl. Was haben wir denn jetzt noch an Geld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 Euro. Dann spielen wir die goldene Krone, die verlorene Krone. Und die spiele ich auch mit einem Viererwürfel. Und wir waren als letztes hier auf dem V, glaube ich, ne? Oder waren wir auf dem? Ne, wir waren hier oben auf dem. So, eine 1. Neu zum Aufschreiben. Dann wären wir hier unten wieder auf dem 5 Euro. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel Geld wir haben, wie lange ich spielen darf. Aber einmal spielen wir noch eine 2. 1, 2. Wir gehen so rum. Das wäre der V. Kostet, glaube ich, 2 Euro, wenn wir uns was nehmen wollen. 2 Euro. So. Dann machen wir die so. Dann sind wir bei 7 Euro. Ich glaube, da müssen wir auch aufhören. Ne? Waren 57, glaube ich. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,50 Euro waren wir. Ach ja, wir haben ja den einen noch gewechselt. Aber nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, das hat jetzt doppelt dreifach gezählt wird, aber. Ich tue lieber den Fünfer dann rein. 7 Euro. Und dann müssen wir auch für heute schon wieder Feierabend machen hier drin. KW 17.
7,29 Euro. Ich glaube, da kommt der Lasse, um mich zum Frühstücken zu rufen. So, 29. Und das Spielbrett hier rein. Und den zwei haben wir noch. Zweimal dürfen wir noch eine Frau kommen. So, und damit sind wir durch. Das heißt, dass wir diese Woche 1,50 Euro übrig haben für nächste Woche. Jetzt geht wieder die Lüftung laut los. Dann machen wir lieber schnell Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Und nein, bis in 2 Tagen. Aber denkt dran, 24 Stunden wollen wir alle nichts kaufen. Und wenn doch, dann werden wir es genießen.